Wir möchten Ihnen recht herzlich zum Kauf Ihres neuen RL-Lüftungsgerätes gratulieren. Um Ihnen die Montage des Lüftungsgeräts noch leichter zu gestalten, haben wir dieses Montagevideo für Sie erstellt. Bei der Oxify 50 Serie gibt es drei Varianten: Smart, Pro und Echo. Die Lüftungsanlage besteht aus einem dekorativen Innenelement mit Elektronikteil, einer Ventilatoreinheit mit einer optionalen Halterung für den F7-F8 Filter, einer Wärmetauschereinheit, einem Lüftungsrohr mit 500 mm, einer Schalldämmmatte, einer Außenhaube. Für die Montage benötigen Sie die mitgelieferte Bohrschablone, die Montagekeile und das Befestigungsset. Dieser Film geht von einer Standardsituation im Neubau und in der Renovierung aus. Zu Beginn ist eine Kernlochbohrung mit einem Durchmesser von 180 mm in der Außenwand durchzuführen. Der Mindestabstand von Wand und Fenster sollte 200 mm sein und nach oben mindestens 300 mm. Setzen Sie das Lüftungsrohr in die Wandöffnung ein. Zur Montageerleichterung verwenden Sie die mitgelieferten Polystyrolkeile. An der Außenwand darf das Lüftungsrohr bis zu maximal 10 mm herausragen, welche für die Montage der Außenhaube erforderlich ist. Setzen Sie das Lüftungsrohr mit einer Neigung nach außen von 3 mm ein. Ziehen Sie die Abdeckung der Außenhaube an der unteren Seite zu sich. Für die Kennzeichnung der Bohrlöcher verwenden Sie die Rückseite der Außenhaube. Danach bohren Sie die Löcher in der erforderlichen Tiefe. Die mitgelieferten Dübel in die Löcher einsetzen und die Rückseite der Lüftungshaube mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen. Die Abdeckung wieder auf die Lüftungshaube setzen. Befestigen Sie die mitgelieferte Bohrschablone an der Innenwand mit Klebeband. Markieren Sie die Bohrlöcher zum Einsetzen der Dübel aus dem Befestigungsset und bohren Sie die Löcher in der erforderlichen Tiefe. Führen Sie das von einem Fachmann vorinstallierte Stromkabel für die Lüftungsanlage aus der Wand durch die markierte Öffnung auf der Schablone. Zum Abnehmen der Abdeckung des Innenelements heben Sie vorsichtig die Verschlüsse auf der oberen Seite an und ziehen Sie die Abdeckung zu sich. Drehen Sie die drei Schrauben der linken Abdeckung heraus, um Zugang zu den Anschlussklemmen zu erhalten. Verlegen Sie das Stromkabel durch die entsprechenden Kabeldurchführungen. Befestigen Sie die Rückseite des Innenelements mit den Schrauben aus dem mitgelieferten Befestigungsset an der Wand. Schließen Sie die Lüftungsanlage in Übereinstimmung mit dem externen Anschlussschema an die Stromversorgung an. Fixieren Sie das Stromkabel mit einer Kabelklemme. Bitte beachten Sie, dass der Netzanschluss nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden darf. Bringen Sie nach dem Anschluss die linke Abdeckung wieder an. Setzen Sie als erstes die Wärmetauschereinheit und anschließend die Ventilatoreinheit in das Lüftungsrohr. Dann schließen Sie den Anschlussstecker an die Steuerplatine an. Setzen Sie die Schalldämmmatte in das Lüftungsrohr ein. Rollen Sie die Schalldämmmatte zusammen und passen Sie die Rolle dem Durchmesser des Lüftungsrohrs an. Schieben Sie die Rolle bis zum Anschlag an die Patrone in das Lüftungsrohr ein. Markieren Sie das überstehende Ende der Schalldämmmatte und schneiden Sie den überschüssigen Teil ab. Danach setzen Sie die fertige Rolle der Schalldämmmatte wieder in das Lüftungsrohr ein. Vor der ersten Inbetriebnahme der Lüftungsanlage stellen Sie die Lüftungsanlage mit dem DIP-Schalter auf der Steuerplatine ein. Anschließend bringen Sie die Abdeckung des Innenelements an. Bitte beachten Sie beim Oxify Echo 50 vor der Inbetriebnahme die manuelle Verschlussklappe zu öffnen. Alle drei Varianten der Oxify 50 Serie lassen sich am Innenelement und auch mit einer Infrarotfernbedienung steuern. Beginnen wir mit der Steuerung direkt an der Lüftungsanlage. Die Einstellung der Lüftungsstufe folgt zyklisch. Stufe 1, 2 und 3. Mit dieser Taste lässt sich der Lüftungsbetrieb einstellen. Die Lüftungsanlage läuft im Ab- oder Zuluftbetrieb in der eingestellten Lüftungsstufe. Zum Aktivieren der Lüftungsanlage im Wärmerückgewinnungsmodus drücken Sie den obersten Button. Der Ventilator wechselt die Luftstromrichtung alle 70 Sekunden. Weiters finden Sie auf dem Bedienfeld der Lüftungsanlage die Filteranzeige, die Alarmanzeige sowie die Masteranzeige. Nach 90 Tagen leuchtet die Filterwechselanzeige auf. In diesem Fall müssen die Filter gewechselt oder gereinigt werden. Die Ursachen für ein Blinken der Alarmanzeige sind: der Batterieladestand ist zu niedrig, es besteht keine Verbindung zwischen der Masteranlage und dem Router oder es kommt zu einer Alarmabschaltung der Lüftungsanlage. Dauerhaftes Leuchten der Masteranzeige zeigt an, dass das Lüftungsgerät die Masteranlage im Lüftungsnetzwerk ist.
Eine blinkende Anzeige bedeutet, dass das Lüftungsgerät eine Slave-Anlage im Lüftungsnetzwerk ist und die Verbindung zur Masteranlage verloren hat. Kein Leuchten der Masteranzeige sagt aus, dass das Lüftungsgerät eine Slave-Anlage im Lüftungsnetzwerk ist und mit der Masteranlage verbunden ist. Das synchrone Blinken aller Anzeigen am Gehäuse des Lüftungsgerätes zeigt an, dass der Setup-Modus aktiviert ist. Bei der Fernbedienung finden wir als erstes den Ein- und Ausschaltknopf der Lüftungsanlage. Darunter befindet sich die Einstellung der Lüftungsstufen 3, 2 und 1. Dieser Button aktiviert den Wärmerückgewinnungsbetrieb. Dieser Button aktiviert den Lüftungsbetrieb. Hier wird der Timer für den Partybetrieb aktiviert. Das heißt, die Lüftungsanlage läuft in Stufe 3 für 4 Stunden. Der Nachtbetrieb lässt sich mit dieser Taste aktivieren. Das bedeutet, dass die Lüftungsanlage in der Lüftungsstufe 1 für 8 Stunden läuft, ehe sie in die vorher eingestellte Lüftungsstufe zurückkehrt. Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Oxify-Lüftungsgerät von Improve.